Hey, oh, Leute, was willkommen zurück zu einem wieder vom Lama Squad Kanal. Wieder mit dabei ist der Jan heute bei Lego Star Wars. Wir haben nämlich jetzt das gerade mal repariert mit SharePlay. Irgendwie hat SharePlay halt manchmal keinen Bock, wie halt SharePlay eben ist. Wie sollen wir da wieder hochkommen? Ich lauf den Weg entlang. Also, das ist auch den Weg entlang laufen. Bitte. Oder sehe ich was da hinten? Kann ich das vielleicht alles sammeln? Nee, du bist kein Jedi-Twitter. Wasser ist böse. Du bist kein Jedi-Twitter. Oh. Es geht schon wieder los. Let's go. Früher gab es diesen dynamischen Splitscreen, dass immer, wenn du nebeneinander standst, der Splitscreen weggegangen ist. Aber jetzt finde ich, finde es halt irgendwie chilliger so. Ich muss sagen, ohne Splitscreen wäre auch besser oder so. Dass du halt auf deinem Bildschirm den einen Charakter siehst und ja, auf den anderen, ne? Ja. Safe, wenn beide das Spiel haben würden und das funktionieren würde, dann hätten safe beide das so. Dann wäre das safe. Bist du bereit, mit deinem Training zu beginnen? Ja. Okay, let's go. Fühlen. Fühlen. Bin jetzt gerade runtergesprungen. Was ja. Siehst du? Die Insel. Da ist noch etwas anderes unterhalb der Insel. Ein dunkler Ort. Ruf nach mir! Widersetze dich, Ray. Du bist direkt in die Dunkelheit. Warum hat er gerade eine Unterhose auf dem Kopf? Ich muss sehen, was da drin ist. Warum hat die eine Unterhose auf dem Kopf? Wo gehen wir jetzt in die Höhle rein, die ich eben gefunden habe? Wait a second. Maybe that's true what you say. Auch zur dunklen Seite der Macht. Juhu. Okay, let's go, Alter. Digga, wir sind noch gerade den ganzen Weg hochgelaufen. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder runterlaufen. Wieso sucht man sich so einen beschissenen Ort zum Leben aus? Warum geht jeder fucking Jedi ins Exil, wenn er verkackt hat? Was soll der Scheiß? Digga, Yoda verkackt, geht ins Exil. Luke verkackt, geht ins Exil. Digga, was ist los mit denen? Obi-Wan. Ne, Obi-Wan hat... Da, ja, Obi-Wan war auch exiliert. Auf Tatooine. Ja. Ah. Also ich gehe direkt runter. Hui! Erster. Hä? Du bist die Kopie von mir. Hä? Was zum Fisch? Wie kann ich was craften? Weißt du das vielleicht? Hä, lol? Guck mal, wir sind da irgendwas, Alter, craften, Digga, oder? Wer, komm, Digga, Jan, ganz ehrlich, guck mal. Wer braucht schon, Dingens? Weißt du, wer braucht schon Raytracing, wenn man Lego Star Wars hat? Gönn dir, da ist einfach unser Spiegelbild. Hey. Ja! Das ist einfach unser Spiegelbild. Ich glaube, du musst hier hin, oder? Nee, meiner ist schon da oben. Ach so. Oder siehst du deinen? Na doch, da ist doch deiner. Der läuft da. Ui. Das ist ein cooles Rätsel. Digga, wer braucht schon Raytracing, wenn man das hier haben kann? So, Digga, jetzt sind da drei von denen auf jeden Eimer. So, aktivierst den Knopf. Ah, wir sind draußen. Erster.
Ja. Was war das denn gerade für ein geiles Rätsel? Ja. Du bist Luke Skywalker zu mir. Kannst du meine Umgebung sehen? Du wirst für deine Taten bezahlen. Ich kann deine nicht sehen. Zu spät. Du hast verloren. Ich habe Skywalker gefunden. Hat er gesagt, was passiert ist? In der Nacht, als ich seinen Tempel zerstörte. Er spürte meine Stärke. So wie er deine spürt. Er fürchtet es. Er soll mich schlafen umlegen. Jetzt weißt du, warum Kylo Ren böse ist. Und Luke Skywalker im Exil. Das war? Habt ihr Kylo Ren erschaffen? Ja! Luke Skywalker. Bossfight gegen Luke Skywalker. Bruder, wie soll Rey gegen den fucking Jedi gewinnen? Du schießt mich an, nicht Luke. Habt ihr es getan? Das ist in der Open World ein Bossfight, wie geil ist das denn? Hör auf damit! Also das funktioniert, ne? Ich meine ja nur. Luke, ich muss es wissen. Da liegt er. Das ging schnell. Sag mir die Wahrheit. Ich wollte ihn ausbilden, meine Stärken an ihn weitergeben. Snoke hatte sein Herz bereits bekehrt. Und er wandte sich gegen. Wenn ich zu ihm gehe, wird Ben Solo sich bekehren lassen. Rey, tu das nicht. Dann ist er unsere letzte Hoffnung. Yoda. Ich vernichte das alles hier. Ben Solo verloren, du hast. Rey verlieren dürfen wir nicht. Tschö. Ich muss mit Ben reden. Ich weiß, es ist noch Gutes in ihm. Ich fliege zur Supremacy über Crate. Ich muss es versuchen. Wir müssen zum anderen Planeten rennen, oder? Nee, nee, zur Supremacy. Über Crate, da. Crate. Weltraum über Crate. Miau. Ah, Flashback. Wir sind im Himmel. Wortwörtlich. Papa, bist du das? Ja. Hast du mich geholt? Gott. Kaputt machen, ich zerstören muss. Was ist, Digga, guck dir, gönn dir, wie das Level heißt. Snoke ist kein Joke. Snoke ist kein Joke. Gar nicht groß, das Schiff. Ja, ist das gigantisch, was ist denn das, Junge? CR-90 Corvette. TNT 4. Eine Corvette. Tschüss. Gönn dir den 10, gönn dir 10-3PO da unten. Der heißt einfach nicht 10-3PO, sondern T1PP. Tipp. Schlecht. Einfach Dorksche. Wo ist der MVP? Der fehlt uns. 3PO. Hallo. Mit R2. Ja, kurz ausgeschissen, Digga. Einfach ein Klo, oder was? Du musst das nicht tun. Ich spüre den. Oh, ich glaube, ich bin Kylo Ren, oder? Er zerreißt dich förmlich. Mein Gewissen ist rein. Nein. Ja! Es schmerzt. Es schmerzt noch.
Ja. Das ist ein Level! What the fuck? Ja, dann, Digga, dann geh ich mal hin und fahr mir erstmal bei Rayedi, ne? Junge, sieht das nicht gerade in dem Game episch aus. Lasst mich die Tür für euch öffnen, mein Lord. Was passiert die ganze Zeit mit mir? Keine Ahnung. Ja, danke, danke für nix, Game. Ist das deine übliche Aufmachung? Wir treffen den obersten Anführer. Ich habe mich angemessen gekleidet. Ich bin wohl ganz anders. Kommunizieren erfordert, kein Hemd zu tragen? Also, hast du mich halt kalt erwischt? Komm genug jetzt. Der oberste Anführer erwartet. Stirb. Ich wette, er hat einen Vater. Was machen die hier? Gemeldete Hygienekontrolle. Du erledigst also die ganzen wichtigen Aufgaben. Was ist das zur Hölle? Weißt du, was mit mir passiert? Hallo, Hilfe? hallo? Hey! Hallo! Na? Junge! Das bin ich nicht. Doch, das bin ich, glaube ich sogar. Ja, komm mal zurück. Ich geh doch schon weiter. Nee, ich mache hinten gerade was. Für Minikits, glaube ich. Ah ja, guck, für Minikits. Nicht alle die Macht, Kumpel. Hast du keinen Respekt für echtes Handwerk? Warte, bevor du weitergehst, das wird ja alles wirklich gedingst. Warum funktioniert das? Du darfst nicht durchspringen, Alter. Mach nicht den Dominik. Großartige Schlacht. Ich mag die Macht. Ui. Ah, nein. Das passiert, wenn du die Macht nutzt. Du sie nicht sein gut genug. Hast du mich gerade ausgesperrt? Nee. Digga, warum kann ich nur so langsam laufen? Oh, war er Jedi. Hey, willst du Spielzeug haben? Hier. Ja, so klein und aber dafür. Oh, Kaido, Sir. Wofür war das? Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Guck zu mir. Guck zu mir, du olle Tussi. Ich mach dich fertig. Er ist unter Lichtschwert. Ah, guck mal, da kann ich was machen. Reicht jetzt. Ist das eine Abkürzung? Ich kann auch allein zu Snow gehen, wenn du noch was zu erledigen hast. Wir müssen das hier lösen. Kannst du mal da aufmachen hinten an der anderen Seite? Du kannst auch mit der Macht irgendwas machen. Oder? Nee, eigentlich nicht. Genau, dann soll das einfach wieder ab. Schätze ich zumindest, ja.
Junge, ist das nervig. Wieso können das nicht zwei Leute auf einmal? Nee, du musst es hier auf diese Seite umbringen. Wieso können das nicht zwei auf einmal machen? Oh, du Hurensohn, du sollst das andere Ding nehmen. Mach's richtig. Jetzt runter damit und dann hast du es gleich endlich. Und rüber. Weißt du, du kannst alles bei der Macht machen, nur hier das nicht. Ja, ich das hab's. Nicht nervig. Und jetzt können wir zu Snoke, oder? Wir werden den obersten Anführer zu gegebener Zeit sehen. Wir werden den obersten Anführer zu gegebener Zeit sehen. Ey, hast du eigentlich das hier schon gemacht? Das war eigentlich das, was du für die Türe zu öffnen machst, glaube ich. Soll ich nochmal gucken? Ja. Ja, mach, guck mal. Der rennt, als wäre der größte Babbo. Unten, oben, links, links. Unten, oben, links, links. Er ist überhaupt das gleiche, gell? Dumm. Ich weiß. Ich habe aber gerade den falschen Knopf aus Versehen gedrückt. Hä? Hä, WTF, das öffnet sich einfach nochmal. Ich benutze die Macht, um es zu öffnen. Das ist einfach zurückgeglitscht und hat sich nochmal geöffnet. Was soll das denn? Einfach okay. Die Macht. Digga, ich habe einfach mein Schwert geworfen. Eigentlich kommt er an dir vorbei. Komm, helf mir, Truppler! Ich mach ihn weh! Was denn ist das? Mein Lord! Ich bitte um Verzeihung. Geht direkt durch. Nein, lass mich! Lass mich! Ja! Nein! Hilfe! War ich deine Zukunft. Nur den Umriss. Du wirst dich Snoke nicht beugen. Ey, wirst ja, ich gönn dir. Ich werde dir dabei helfen. Ich habe auch etwas. Ey, ich kann dich da drüben treffen, gell? Ja, guck mal. Ich bin dein Vater. Hold on, wait a minute. Ey, guck mal. Ich kontrolliere den Typen gerade, ne? Ich kontrolliere den gerade. Kurz Suizid begehen. Whee! Suicide Squad. Ich kann auch den hier machen mit dem. Panik. Nevermind, ablenken. Jetzt lenk ihn doch ab! Dann halt nicht, er will's nicht. Hey, hier ist irgendwas, was du glaube ich machen kannst von mir. Is that so? Das will ich kaputt machen. Wartungspersonal. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen das reparieren lassen. Schließ dich mir an und wir reparieren das. Ich weiß, was. Ich kann Tina, oder nein. Schließ du dich doch mir an und wir reparieren das. Können wir es nicht zusammen reparieren? Einfach die Küche. Klar. Aber du wirst dich mir anschließen. Ich hab's gesehen. Du kannst dem obersten Anführer erklären, warum du unsere Küche zerstört hast. Das war meine Schuld. Der arme Polizist. Ja, da ist doch keiner. Oh. Alter. Na, ja, die ganze Zeit Ray, was ist mit der los? Ja. Wir müssen hier durch, by the way. Pass auf. Du siehst, wie klein das Loch. Geh mal weg da. Du kannst sehen, wie klein das Loch ist, ne? Ich weiß. Was rein? Da, hier. Ach so. Lassen wir Snoke nicht warten. Ernsthaft.
Jo, der ist ja behindert. Ist er ja. Junge Ray. Komm näher, Kind. Ihr unterschätzt Skywalker. Und Ben Solo. Aha. Und mich. Du besitzt das Temperament eines wahren Jedi. Mein würdiger Schüler, Sohn der Dunkelheit, rechtmäßiger Erbe des Lord Vader, erfülle dein Schicksal. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, das war's mit Snoke, ne? Ja, 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 kämpf, kämpf. Das Gehör. Mach sie fertig, Junge. Prätorianergarde. Sching, sching, sching. Ich hab keinen Plan. Wenn du L2 und Kreis drückst, kannst du bei der Wehr ausweichen, so Angriffen, wie die da auf dem Boden markiert werden. Also generell kannst du ausweichen. Wenn du nur L2 drückst, kannst du mit dem Lichtschwert abwehren. Und wenn du L2 und R2 drückst, dann kannst du dein Lichtschwert werfen. Ich hab keinen Plan, was da gerade abgeht, ne? Guck mal, wie viele Phasen die haben. Oben die Schilder sind die ganzen Phasen und Leben. Ich hab keinen Plan, es ist viel zu viel los hier. Weiß einfach leider zu sterben. Aber ist trotzdem geil, so dieser Kampf, oder? Also diese Kämpfe in dem Spiel sind echt geil. Ihr dürft alle Helm tragen. Aber es leben nur noch vier. Du musst mehr Kombos machen. Wenn du Kombos drückst, dann machst du mehr Schaden. Mit Kreis X und so. Ich hab ihn hier aus dem Map geschleudert, gell. Dadurch ist er gestorben. Ja, du stirbst auch gerade dauerhaft. Wir haben's. Die Elbe drauf freitet. Die Flotte! Wir können die Flotte immer noch retten! Hey. Verbünde dich mit mir. Wir können gemeinsam herrschen und der Galaxis eine neue Ordnung bringen. Tu das nicht, Ben. Komm mit mir. Nein, Anakins Lichtschwert! Finn, Orido macht die Transporter startbereit. Sie hat vor, den Kreuzer zu verlassen. Habt ihr den Meistercode-Knacker gefunden? Na, wir haben einen Code-Knacker gefunden. Du kriegst das doch hin, oder? Wir tarnen unseren Anflug, dann sind wir nicht auf ihren Schirmen. Ach so, einfach austauschen, chillig. Snoke ist kein Joke. Steinchen. Wahrer Jedi. Alle! Minikins. Wow. Was ist deine Schuld? Können Sie uns wirklich nicht sehen? Es ist alles gut. Und nicht? Land im Hangar der Supremacy, okay. Rein da.
Wir müssten jetzt ungefähr vom Film bei der Hälfte sein. Also bei der Film ging etwas länger als ja, das. Ja klar, hier aber vom Film her müssten wir jetzt ungefähr bei der Hälfte sein, das heißt safe auch von der Episode jetzt. Irgendwo noch nächstes dazu holen als Gastpart. Wir sehen nicht aus, als wären wir von der ersten Ordnung. Wie sollen wir den Raum mit den Ortungsschalter erreichen? Ich kann keine Extras mehr dazu holen. Müssen wir uns in den Wäscheraum schleichen und uns irgendwie verkleiden. Er geht vom Hauptgang ab. Oder kann ich? Habe ich noch eine Datenkarte? Nö, habe ich nicht. Macht das nicht einen Wie viel kostet Steinchen mal 6? 8 Millionen. Chillig. Ich habe ja gleich schon 2 Millionen. Das ist wohl ein Versuch wert. Mal okay. Cool. Es fehlt mir nur noch die Brustplatte. Hier. Die Brustplatte ist bei mir. Was war das? Oh, da liegt ein Helm. Chillig. So. Können wir den anderen auch was anziehen? Wir brauchen mehr Truppen. Verstanden. Kann ich ihm was anziehen oder nicht? Was denkst du? Toll. Ist das gerade ein Level oder? Nee, ist eine Open World. Achso. Finn hat seinen Helm von mein anderer Charakter hat den Helm verloren, weil er angegriffen hat. Digga, was geht mit deiner Katze gerade wieder ab? Meine? Aber soll ich die Tür aufmachen? Warte einen kurzen Moment. Sorgen. So, wieder ausgesperrt. Die Katze aus dem Zimmer natürlich. Nein. Wo heißt er? Der Wäscheraum. Wir müssen schnell da rein, bevor uns Truppler hier entdecken. Schnell, der Truppler kommt. Nun, wir sind gut verkleidet. Wo geht's jetzt lang? Ja, was ist für den Karton über den, weißt du? Pinke Truppler. Also, ich finde die nicht mal so schlecht, wenn die Farbe funktioniert. Alles wird gut. Bleib ganz locker. Aber das muss locker. Ich jetzt austesten. Wie lange wirst du brauchen, ich geb mir eure Rüstung, Alter. Ich will eure Rüstung freuen. Oh, schade, habt ihr nicht bekommen. Boah, wir können wieder Milch werfen. Ja, Mann. Auf Kreis. Ich geh mal weiter. Ich kann nicht glauben, dass diese Verkleidungen funktionieren. Verzeihung, bitte. Nichts. Zurück an die Arbeit. Ja, na. Wir sind drin. Ich fasse es. Moin, Kollege. Geh Kloschrubben. Kommst du? Ja, ich bin hier im Klatschen, okay. Ja. Level Storten. Chromeimer im Eimer.